Hallo liebe Freunde, herzlich willkommen in meine Kalinkas Küche. Heute bei mir gibt's Pizzaschnecken. Schaut ihr, wie toll sehen die aus. Und dufte mich hier vor die Nase. Richtig toll. Und so sehen die aus. Richtig schön weich. Schaut ihr. Obwohl es ist kein Hefeteig, trotzdem sind die wirklich gut gelungen. Richtig schöner, lockerer Teig. Das möchte ich euch gerne zeigen, obwohl es jetzt so heiß ist. Aber so muss man auch es servieren. Schaut ihr. Richtig schöne, fluffige Teig. Schaut ihr. Richtig luftig. Luftig. Schön weich. Und schmeckt das wirklich sehr, sehr lecker. Es ist wirklich nicht kompliziert. Muss man nicht lange warten mit dem Teig. Teig zu bereiten in dieser Zeit, bis es sich ein bisschen ruht, macht ihr alles für die Füllung, was ihr wollt, ihr gerne da reinmachen und dann kann man schon ausbacken. Und in 20 Minuten habt ihr so was Leckeres auf dem Tisch. Und wenn ihr Interesse habt, wie ich es gebacken habe, ohne Hefe und ohne Ei, dann bleiben Sie bei mir und ich werde euch es zeigen, Schritt für Schritt, wie immer. Guten Appetit, liebe Freunde! Für den Teig brauchen wir folgende Zutaten. Wir werden einen Quarkölteig machen ohne Hefe. So, dafür nehme ich 150 Gramm Quark, dann 7 Esslöffel Öl, 7 und 7 Esslöffel Milch, 7, halber Teelöffel Salz und dann das Mehl. In meinem Fall nehme ich Dinkelmehl 630 Typ, aber es kann man auch ganz normale Weizenmehl nehmen, 405 oder 455. So, in den Mehl gebe ich ein Teelöffel Backpulver und lasse es mit durchsieben. So, und werden wir jetzt einen Teig herstellen. Erstmal verrühre ich flüssige Zutaten miteinander und dann geben wir das Mehl rein. Mehl habe ich 300 Gramm genommen. Aber liebe Freunde, wie immer unten in die Beschreibung stehen alle Zutaten, was ich für das Rezept nehme. So, nehmen wir die Hand und herstellen wir einen Teig. Erstmal kneten. Und dann wird er sehen, wenn es ist zu trocken, den Teig, dann gibt ihr noch einen Esslöffel Milch dazu. Wenn es zu klebrig ist, dann gebt ihr mal ein, zwei Esslöffel Mehl. Aber sonst eigentlich, das Rezept ist wirklich schon mehrmals ausprobiert und passt genau richtig diese Zutaten, was ich nehme. Richtig gut verkneten. Es wird kein richtiges glatter Teig wie bei Hefeteig. Der muss auch ruhen. So sieht er jetzt aus, aber er ist richtig schön weich und wenn er das drauf drückt, merkt ihr, wie das federt wieder zurück. So, lassen wir ihn kurz liegen und dann können wir noch mal kurz verkneten. Dann wird es auch viel besser zum Kneten. So, ungefähr 10 Minuten vergangen, schauen wir nach unserem Teig. Schaut ihr. Ich höre bestimmt, er ist richtig schön weich und elastisch geworden. Jetzt werden wir ihn kurz nochmal kneten und noch für 5 Minuten ruhen lassen. In dieser Zeit können wir schon unsere Füllung vorbereiten, was wir wollen gerne auf unserer Pizza drauf machen. Ich habe jetzt ein paar Scheibchen Salami,
Bierschinken, Stückchen Paprika, Tomate, kann man sogar Sauergurke auch reinmachen, drauf machen oder Mais. Dann habe ich noch geriebene Mozzarella und habe ich noch von Silvester den Raclette-Käse. Und langsam muss man ihn schon wegmachen. Und deswegen werde ich ganz unten den Raclette-Käse einfach in so eine Stifte schneiden und erstmal auf den Teig geben. Dann wird es auch weg und wird richtig schön käsig. Den Backofen können wir schon anmachen auf 180 Grad Ober-Unterhitze oder auf 160 Grad Umluft zum Vorheizen. So, nochmal 5 Minuten vergangen und jetzt rollen wir unseren Teig aus. Wenn es notwendig, kann man ein bisschen Mehl dazu geben. Wenn es nichts klebt, dann lieber so lassen. Schön dünn ausrollen und beim Ausrollen immer wieder den Teig umdrehen. Versuchen wir ein Rechteck zu machen, dass bei dem Rollen nicht so dicke Schnecken werden. So dick ist er jetzt. Ungefähr vielleicht 2-3 mm schon. Kann man noch ein bisschen dünner machen. Jetzt können wir unseren Teig belegen. Erstmal geben wir wie bei der Pizza auch Ketchup oder Tomatensauce. Dann gebe ich oben drauf Raclette-Käse, habe klein geschnitten, jetzt verteile ich. Und dann nach Lust und Laune belegen. Gebe ich Salami. So eine Pizza lässt sich ob so oder vegetarisch anrichten. Wenn ihr wollt, keine Schnecken machen, sondern nur ganz normal Pizza, könnt ihr auch gleich auf den Blech machen und als Pizza aufbacken. So, dann geben wir noch ein bisschen Gemüse. Dann Tomate. So, dann geben wir noch Pizzagewürz oder kann man einfach Basilikum geben. Das reicht. Und dann die Mozzarella-Käse. Dann habe ich ganz schön vollgepackt. Mal schauen, ob ich das schaffe, das zu rollen. So. Schön vorsichtig. Kann man ein bisschen wie anheben und so drauf legen. Ja, jetzt müssen wir auch noch schneiden, weil wir wollen Schnecken machen. Deswegen machen wir so. Das ist das, die letzte. Und die ganze Krümel gehen dann da rein. Das Blech habe ich schon vorbereitet. Ich habe hier so eine Dauerfolie, welche kann man immer wieder nutzen und legen wir einfach da drauf. So. Ich mache immer ein bisschen Ende ab und knicke ich die nach unten. Wie bei zum Beispiel süßen Schnecken. Einfach ein bisschen ab, umknicken, ja, und das draufstellen. So, liebe Freunde, die Schnecken habe ich fertig gemacht. Ich habe auch ein bisschen mit so Löffel drauf gedrückt, dass die etwas flacher werden. Und jetzt gehen die in den Backofen ungefähr für 20-25 Minuten. So, es sind jetzt 23 Minuten vergangen und jetzt hole ich die raus. Schaut ihr,
Was für so eine geile Sache hier haben wir gemacht. Sieht wunderbar lecker, riecht total lecker. Wirklich. Weiß gar nicht, welche kann ich gleich anfangen. Es ist auch natürlich sehr, sehr heiß. Aber schaut ihr, schön alles weich. Sieht doch lecker aus, liebe Freunde. So, liebe Freunde, sind wir wieder mal fertig und ich möchte gerne meine Familie jetzt an Tisch reichen und euch wünsche ich viel Spaß beim Nachmachen. Einen guten Appetit wünsche ich euch danach und wenn ihr das ausprobiert, würde ich mich sehr freuen über euren Kommentar, über Daumen hoch. Vielen, vielen Dank, liebe Freunde, und ich wünsche euch alles Gute und bis zum nächsten Mal. Tschüss!